Schatzi, ich gehe jetzt raus mähen. Viel Spaß! Schatzi, ich muss den Swordman backleppen. Kannst du mir helfen? Oh. Tja, liebe Raumfreaks, wir wissen nicht, wie Andreas K. aus V. dieses Problem gelöst hat. Ich habe eine Lösung für euch. Yeah! Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir gehen heute in die Werkstatt. So, lieber Rasenfreaks, ja, wir sind endlich mal wieder in der Werkstatt. Ups, müssen aufpassen. Ja, ich werde heute am Swarpen Elektra rumbasteln. Ich hatte das ja schon mal in diesem Video kurz angedeutet. Ich will einen Schalter einbauen, mit dem man den Antriebsmotor für die Spindel rückwärts laufen lassen kann. Diese Idee habe ich von Markus. Danke, Markus, für deine heiße Idee. Aber bevor ich jetzt hier losstarte, ganz, ganz wichtig, ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen. Ich mache die Sachen hier auf eigene Verantwortung. Und wenn man an dem Swordman herumschraubt, wenn man diesen Deckel oben öffnet, erlischt sofort jegliche Garantie. Das müsst ihr wissen. Und unter diesem Deckel sind ganz empfindliche Elektronikbauteile verbaut. Die können kaputt gehen, die sind sehr teuer. Außerdem ist da ein leistungsstarker Akku verbaut. Also wir arbeiten hier auch mit Strom. Jetzt nicht Hochspannung, aber immerhin. Das kann auch wehtun und es kann natürlich auch was kaputt gehen. Und es sind natürlich viele drehende Teile, die sich da bewegen, wenn wir irgendwelche Tests machen. Da kann man sich schwer verletzen. Und deswegen, ich übernehme natürlich überhaupt keine Verantwortung für das, was ihr tut. Wenn ihr das nachmacht, macht ihr das auf eigene Verantwortung. Und das muss ich ja nochmal ganz deutlich sagen, weil das ist schon eine ziemlich heikle Sache. So, egal jetzt, das war der sogenannte Disclaimer, also der Haftungsausschluss. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Video. Ja, also das ist der Swordman Elektra von innen. Das ist der Akku. Das ist der Notschalter. Das ist der Antriebsmotor für die Spindel. Das ist die hochempfindliche Elektronik. Und das hier ist ein sogenannter Wendeschalter. Ein sogenannter Wendeschalter. Und diesen Schalter will ich jetzt an dieser Stelle einbauen. Hier soll der hinkommen, weil sonst ist hier nicht so richtig viel Platz. Und deswegen will ich ihn hier quasi ein Loch bohren, ihn dann da einbauen. Und dann will ich von dem Wendeschalter zwei Kabel verlegen, die jetzt direkt zum Motor gehen. Und dann geht es eben, gibt es zwei Kabel zurück zum Motor. Und dann kann ich mit dem Wendeschalter ja, den Motor quasi umpolen, immer über Null. Also ich kann den Motor vorwärts laufen lassen oder rückwärts laufen lassen. Und damit kann ich eben dann backlappen mit diesem Wendeschalter. Das ist die Idee. Die Idee kommt von Markus. Ich werde das jetzt hier mal quick and dirty nachbauen und hoffe, dass das funktioniert. Er hat das vorher getestet mit einer Batterie. Das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es funktioniert. Und deswegen ziehe ich das dann einfach durch. So, bevor ich jetzt aber wirklich loslege, werde ich jetzt nochmal mit meinem Messgerät durchmessen, was sagt er, 20 Volt, durchmessen, wo ist hier eigentlich überall Saft drauf, bevor jetzt hier irgendwas passiert. Und wir fangen mal tatsächlich hier an. So, und da ist... Nee, zu viel. 25 Volt. Ja, da sind 26 Volt drauf. Also hier sind 26 Volt drauf. Guck mal an. Klar, habe ich jetzt überbrückt. Okay, das heißt, okay. Hier sind, da sind auch sicherlich 26 Volt drauf. Komme ich nicht rein. Komme ich nicht rein. Doch, da. Da sind auch 26 Volt drauf. So, und hier, natürlich auf dem Motor, ist nichts. Okay. Jetzt machen wir nochmal den Gegentest. Jetzt mache ich mal den Schalter raus.
schalte ihn an. Genau, jetzt ist er an. Jetzt schalte ich ihn wieder aus. Gut, okay. Na, das ist schon etwas heikel, hier an diesem Akku zu agieren. Ich würde ihn jetzt gerne hier trennen, aber ich kann ihn leider nicht trennen, den Akku. Der ist hier mit diesen beiden Dingern fest verschraubt. Da will ich jetzt auch nicht ran rumfummeln. So, ich nehme jetzt hier einfach den Schalter runter. Dann kann ich diese Platte abnehmen. Die Platte kommt nach außen. Und das Ding kann ich jetzt aber von innen hier mit drei Löchern festschrauben. Vorher will ich aber noch mal gucken, wie ich jetzt hier die Kabel verlege. Also ich werde jetzt erst mal zwei Kabel anschließen. Hier gehe ich jetzt an 1 und 3 mit dem fetten Kabel dran. So, da ist 1, da ist 3. Dann machen wir 1, 3, schwarz auf 3. Ja, ist nicht hoch genug. Ich muss den noch weiter aufdrehen. Geht aber. So. Boah. Das passt ja so gerade eben. Mann, oh Mann. Nehmen wir einen kleinen Schraubendreher. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Kabel schon ein bisschen noch zu sehen ist. Gut. Rot geht an 1. Wo ist das rote Kabel? Das ist vielleicht mit 4 Quadratmillimeter ein bisschen übertrieben. Rasenfreak. Aber je größer der Querschnitt, desto geringer der Widerstand. Gut. 1 und 3. Und da muss ich noch an 6. An 2 und an 6. Aha. 1, da kommt dieser Strom an. So. Da trenne ich die beiden und setze sie ran. Jetzt habe ich noch so viel Kabel, um wieder zurückzukommen. Oh, das passt. Na super. Okay, ihr seht schon, ich habe das schon. Ich habe das schon mal angezeichnet. Wo ist denn jetzt hier der Deckel? Da. Jetzt nehme ich hier diesen Deckel. Muss natürlich vorher gucken. Jetzt nehme ich hier diesen Deckel und der hat jetzt hier 4 Löcher für die Verschraubung. Und in der Mitte das Loch für den Schalter. Und ich habe jetzt hier den Deckel einfach so Pi mal Auge ausgerichtet und dann mit dem Edding schon die Punkte markiert. Jetzt wird der Swordman zerstört. Ungefähr genau. So, angekörnt. So, jetzt bohre ich da einfach ein Loch durch. Und natürlich dann hinten auf der anderen Seite nicht das Kabel treffen. Ne? Das sind immer so die kleinen Fehler, die man macht. Ah, genau, war kein Kabel. Alles gut. Auch kein Kabel getroffen. So, jetzt messe ich noch mal, welches Loch ich brauche. So, hier brauche ich ein Loch. Was ist das? 7. Und für die Schrauben brauche ich ein 5er Loch. Genau. 7 in der Mitte noch schnell bohren. Vor allen Dingen immer aufpassen, dass ich dieses Kabel nicht treffe. Ich kann es auch an der anderen Seite machen, das ist sicherer. Jetzt entgraten wir das Ganze noch. Das war schon das Schlimmste.
So sieht das jetzt aus. Von der anderen Seite sieht es so aus. Und da unten sind die Späne drin. Und jetzt können wir den Schalter schon montieren. Zack, durchgesteckt. Platte rauf. Festschrauben. Irgendwie erscheint mir das zu einfach zu sein. Durch. Durch. Wunderbar. Das darf auch nicht zu hoch sein hier, der Schalter, weil ja hier so der Deckel rüber feilt. Da sitzt jetzt der Schalter. Genau, da sitzt die Platte. So, klack, klack, links, rechts. Jetzt trenne ich an dieser Stelle, das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich. Dazu schraube ich die aber einmal kurz ab, damit ich die vernünftig abisolieren kann. Ganz sicher sein, dass da jetzt kein Strom drauf ist. Aber es ist nur ein 13er. War jetzt auch nicht besonders fest. Jetzt muss ich ein bisschen aufgucken, aufpassen mit der Kabellänge. Aha, er läuft. Dreht mit. Um war locker, unten ist er fest. So, also gegenhalten. Und dann lief der Swordman nie wieder. So. Okay, jetzt nicht vertauschen, also machen wir erst rot. So. Wir trennen das Kabel so, dass ich auch noch da rankomme. Genau an der Stelle. So, jetzt isolieren wir das Ding hier ab. So, stecken den in den Stecker rein. Und genau, und jetzt brauchen wir, welche Länge brauchen wir jetzt? So ungefähr bis da. Da muss er jetzt ab. Reicht er noch zurück? Oh, es ist ein bisschen knapp. Ich könnte ihn ja auch umdrehen. Kann ihn auch umdrehen. Das kann ich auch machen. So. Und dann lasse ich ihn einfach, dann drehe ich ihn jetzt um. Und lasse ihn so. Ja, das reicht. So. Ja, das ist jetzt ein bisschen knapp vom Kabel. Also ich habe jetzt 1 Meter gekauft. Das war jetzt doch ein bisschen wenig. Ich hätte einfach ganz entspannt 2 Meter kaufen müssen. Wäre das nicht ganz so eng gewesen jetzt. Aber gut. Zack, da rein. So. Bumm. Fest. Gut. Trenne ich den zweiten durch. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Luft. Gut. Switch hier. Klack. Gut. So, da kommt jetzt der hin. Dann machen wir das jetzt so. Ja, nicht zu hoch hier. Nee, das geht schon nicht. Dann muss ich den... Nee, dann setzen wir den andersrum. Dann setzen wir den so hin. Das ist gut. Aber andersrum. Das ist so Mist. So andersrum. So. Okay. Schraube ich den wieder fest. Es muss immer alles unterhalb der Fläche bleiben. Okay. Super. Jetzt kommt das zweite Kabel. Schauen, dass ich hier genug Luft habe. Da sitzt der. Da muss er ab. Gut. Mann, das war ja knapp bemessen mit dem Kabel. Oh Mann, ey, Andreas. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So, sehr schön, mit dem gleichen Kabelbinder drum. Cool, so, der ist dran, der ist dran.
Jetzt kommt der noch dran hier. Seid ihr noch dabei? Ja. Oh, ich hoffe, dass ihr mit den. So. Stecker drauf. Sehr schön. Und jetzt kommt das zweite Kabel. Machen wir den erstmal rein. So, sehr schön. Oh, knapp. Reicht, reicht, reicht. Meine Kamera wird heiß, aber die hält so viel besser durch. So, 6. Also diese 4 Quadrat, ja, gut, da habe ich jetzt auf jeden Fall ein solides Kabel verwendet. Okay. Reinstecken. Jetzt montiere ich wieder so, genau, diese Membran hier. Ja, hat ein bisschen Spannung. Das sind die schwarzen. Ja, hier, es hat ein bisschen Spannung. Na, geht aber. So, Platte drauf, Schraubendreher. So, hier mache ich jetzt noch einen Kabelbinder drum. Hier kommt ein Kabelbinder drum. So. Und das machen wir gleich. Hier kommt ein Kabelbinder drum. Damit es da nicht so viel Bewegung gibt. Sehr gut. Und dann kommt hier noch mal ein Kabelbinder drum, das auch schön ruhig liegt. Da noch mal ein Kabelbinder drum. So. Und hier machen wir auch noch einen Kabelbinder drum, damit das irgendwo nicht irgendwo an einem Metall dann später scheuert. Sehr gut. Sehr gut. Kabelbinder, Kabelbinder, Kabelbinder. Das ist alles zu, das ist alles fest. Den ziehen wir noch mal ein bisschen hoch hier. So, steht auf 0. Dann machen wir auf links und schneiden wir den gleich ab, die Dinger. Jetzt nehme ich den Riemen noch ab. Lass den Motor erstmal so laufen. Ich mache es jetzt bumm. Und wir haben den großen Salat. Also ich dürfte jetzt nichts falsch gemacht haben. Ja, mit Elektronik ist das immer heikel. Das gefällt mir noch nicht hier, dass der hier in der Schraube dran liegt. Das besser. Das besser. Ist ein bisschen, den drehen wir noch ein bisschen, so dass das hier nicht irgendwie. Ja, so ist besser. Gut, okay. Der ist ab an. Die sind alle fest hier. Die stehen ein bisschen weit draußen. Da will ich noch ein Isolierband rumwickeln. Zack, an. So, an. Lock. Läuft natürlich genau verkehrt rum. Jetzt switchen wir. Ja. Der läuft andersrum. Ja! Yeah! Wie geil ist das denn? Boah, rechtsrum ist ja nicht schlecht. Rechtsrum im Uhrzeigersinn, linksrum gegen den Uhrzeigersinn. Das war ja unfassbar. Jetzt mal wieder rein. Sicherheitsschalter hier. Wieder rein. Er hat gepiept. Warum hat er gepiept? Ja, okay. Die dreht auch. Sieht alles gut aus.
krasses Pferd, ey. So, Sicherheitsschalter rein. Gut. So, sehr gut. So ein bisschen abisolieren. So. Das ist der Hammer, Schatz. Ich mach mal an. So. Und jetzt an. Jetzt läuft er vorwärts. Ich habe jetzt nur, ich habe da die Spindel noch nicht drin. So, und jetzt gehe ich über Null hier. Und jetzt läuft er rückwärts. Der Hammer. Cool. Oh ja. Ist das cool? Guck da auf meine Frau, die hat geguckt. Cool, ne? So, ich hoffe, du bist scharf gewesen. Warte, ich guck noch mal. Ja, sieht ganz gut aus. Nichts anfassen. Gefährlich. Du musst du drehen. Den drehst du, dann springt er raus. Aber hier ist Strom drauf, ne? Weil da kommt ja direkt der Strom von der Dings an. Jetzt muss ich das Ding wieder abdichten hier mit Silikon. Hier ist kein Strom mehr drauf. Du musst drücken, du musst drücken. Es ist kein Strom mehr drauf. Nee, du musst drücken, dann ist kein Strom mehr raus. Du musst drücken. Ach so. Der muss gedrückt werden. Guck mal, da ist, guck, das Klebeband hoch. Das klebt nicht richtig. Ja, was ist das für eine Schlampe? Macht doch nichts. Das ist wahrscheinlich der Fett von meinem Finger drauf. Voll die Schlampe raus. Das kommt jetzt gleich unter den Deckel und dann sieht man das nicht mehr. Bauen wir die Spindel ein. So, Spindel ist drin. Hört sich furchtbar an. Jetzt machen wir den Riemen drauf und dann machen wir das Ganze nochmal. Der Riemen muss jetzt hier so drauf rüber geschoben werden. Da muss man mal aufpassen, dass der hier nicht irgendeine Welle hat. Dann kommt er hier unter die Spannrolle. So, dann kommt er erst hier rüber. Erst darüber. Komm, so. Dann muss er mal erst hier rüber und dann hier rüber. So, jetzt kommt die Spannrolle und rechtsrum ist vorwärts, rechtsrum ist richtig, rechtsrum eingeschaltet. Sicherung raus. Achtung, jetzt wird's laut. Ja, das ist jetzt Shit, weil jetzt sitzt hier, der Sicherheitsschalter, jetzt sitzt tatsächlich hier der Riemen nicht richtig. Das Geräusch hatte ich schon öfters gehabt. Wenn der Riemen nicht richtig sitzt, und der ist jetzt leider ein bisschen, warum mir das immer passiert, weiß ich nicht. Deswegen war das eben auch so gespannt. So, manchmal sitzt der nicht sauber hier. So, jetzt dürfte es keine Geräusche geben. Wieder Sicherheitsschalter. Und Knopf. Und jetzt, jetzt mache ich mal ganz auf Minus. So, und jetzt kommt nämlich folgender Punkt. So, wenn jetzt der Motor andersrum dreht, dann zieht er hier quasi an dem Riemen und drückt die Spannrolle hoch. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Ich gehe auf links, also auf rückwärts und mach mal kurz an. Ich hoffe, dass nichts passiert. Achtung, Spindel. Ja, seht ihr? Sieht jetzt echt problematisch aus, weil jetzt rollt tatsächlich hier der Riemen von der Spannrolle ausschalten. Das sah schon nicht gut aus. Wir fahren mal wieder rechts rum. Machen wir mal an. Dann bin ich wieder zentriert. So, und ich glaube, man muss jetzt Folgendes machen. Man muss jetzt diese Spannrolle blockieren.
Und dazu nehme ich wieder einen Kabelbinder. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man jetzt hier durch die Feder geht. Die Feder ist ja elastisch, also ich will dieses Zurückspannen will ich jetzt verhindern. Also man geht durch die Feder, man geht hier rüber über diesen kleinen Halter und dann, jetzt spanne ich und jetzt geht die Spannrolle nicht mehr zurück. Das ist jetzt meine Idee. Also ich schalte jetzt um. Geht fantastisch. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Riemen nicht kaputt geht. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Was können wir tun? Das ist ja interessant. Also der Riemen rollt jetzt hier von der Spannrolle runter. Also, die tolle Lösung funktioniert nicht. Oh Mann, ey. Das ist ja ätzend. So, also das heißt, der muss tatsächlich freilaufen. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Kann ich freilaufen, weil er... Schalter rein. Weil er da jetzt... Das ist ja doof. Man kann es natürlich so mal versuchen, aber dann... Ich kann es ja mal so mal versuchen. Jetzt hat er zumindest hier ein bisschen Druck noch drauf. Ich versuche es mal so rum. Ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ganz gefährliche Sache. Ah, das ist so lose. Was ich jetzt machen könnte, Schalter rein. Was ich jetzt machen könnte, ist mal der Sicherheitsschalter. Also jetzt mache ich den mal hier raus. Nehmen wir hier mal runter. So, jetzt fädel ich den hier. Das ist natürlich echt eine Bastellösung. Ich weiß gar nicht, kein Wunder, dass Swordman das gar nicht gemacht hat. So, aber das, dann komme ich ja gar nicht drauf. Das geht also auch nicht. Das geht auch nicht. Tja, Leute, soll ich jetzt das Video so hochladen? Genau, ich mache jetzt die Feder mal hier raus. Zack. So. Und, ach nee, da komme ich nicht hoch. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich mit der Spannrolle ihn spannen kann, aber das kann ich auch nicht, weil ich da nicht vorbeikomme. Und da, es war ja schon nicht ganz so schlecht, aber es reicht nicht. Nee, ist zu lose. Und flexe hier einen halben Zentimeter ab. Ja, das ist natürlich echt. Der Riemen läuft ein bisschen stark nach innen rein. Ich frage mich, warum. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass natürlich hier diese beiden Lager, dass die natürlich auch sehr weit außen sind. Diese Kugellagerung, die ist nicht breit genug. Okay. Oh Mann. Ja gut, das kann ich auch noch ändern. Jetzt habe ich irgendwann keine Lust mehr. Diese Hülse ist ein bisschen zu lang. Ah, kriegst einen Föhn. Also wir nehmen jetzt hier zwei Unterlegscheiben nach innen. So, wunderbar. Dann tun wir ein Lager rein. Gut. Oh, das kann sogar noch wieder raus hier. Eine Unterlegscheibe. So, jetzt kommt jetzt hier das Lager rein. Ach so, das Lager geht nicht tiefer. Oh, was habt ihr jetzt hier gemacht, Swordman? Wieso geht denn das Lager nicht drauf? Oh Mann!
Ja, so kommen wir nicht voran. Das ist 10. Oh, das ist jetzt nur ein Grad da. Okay. Na, noch nicht ganz. Ja, jetzt geht er rauf. Geht rauf! Ah. So. Eine U-Scheibe. So. Dann das Lager. Ja, das ist gut. Jetzt kommt eine U-Scheibe dazwischen. So. Oder auch nicht. Weiß ich noch nicht. Doch, das ist gut. Das liegt jetzt ziemlich mittig. So, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass diese beiden Lager... Oh Mann, ey. Hoffentlich guckt mir keiner zu mehr. Dass die beiden Lager ein bisschen breiter laufen. Läuft. 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 Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay, nächster Versuch. Weil dadurch, dass diese beiden Kugellager so ein bisschen außen saßen, ist tatsächlich der Riemen so stark nach innen gewandert. Ich hoffe mal jetzt, dass das sich jetzt nicht mehr der Fall ist. Okay. Aber immer noch das Problem, dass wir natürlich... Ja, jetzt könnte man es nochmal so versuchen. Jetzt kann man es nochmal so versuchen. Wir versuchen es nochmal mit der Feder. Die ist ja relativ kräftig. Also schraube ich den wieder rein hier. Sehr schön. Gut, ich versuche es jetzt nochmal so.